Diese Waffe kann nur an Charaktere der folgenden Klassen gebunden werden. Zauberer, Druide und Mönch. Ah. Füge Käfer mit Grünsteinstab Schaden zu. Also mit zwei Fäusten ist er definitiv besser als wie mit der Waffe. Ja, Dorenz kriegt so lange seinen Stab, bis wir in der Stadt zurück sind. Okay. Glanzgesellschaft, Jünger. Also da oben sind die Jungs von der Glanzgesellschaft, die wir töten sollen. Durgan-Zahnrad. Die Siedlung in der Weißmark nutzen verschiedene Bronzemünzen als Währung. Diese Zahnräder wurden in Durgans Batterie verwendet, wo sie in einer zweistufigen Verfahren gefertigt wurden. Die charakteristischen zahnradförmigen Rohlinge wurden in Bronze gegossen. Während sie abkühlten, wurden sie in eiserne Pressform geschlagen. Die Münzen sind aufgrund ihres hohen Kupfergehalts im östlichen Abschnitt noch immer recht wertvoll. Ja, 4 Kupferpfand. Und Eisenbarren. Das heißt, wir können danach in der Esse auch was schmieden, nehme ich an. Und da sind unsere Lagofell. Oh, und hier liegt auf jeden Fall eine tote Seele. Einige Gegenstände liegen neben dem Weg verteilt. Hier scheint ein Kampf stattgefunden zu haben, aber die Spuren sind halb unter einer dünnen Schneedecke begraben. Essenzfäden schweben in der kalten Luft. Die Gegend untersuchen. Ein leeres Paket liegt im Schnee. Es wurde von Messern aufgerissen oder von Klauen. Außerdem ist der Boden voller schlammiger Fußspuren. Es ist schwer zu sagen, wie genau sie aussehen oder zu wie vielen Kreaturen sie gehören, aber sie scheinen nach Norden zu führen. Nach der Essenz greifen. Das Seelenfragment lässt sich in deine Erinnerung eintauchen. Du heißt Igar, du warst noch nie weiter als 20 Meilen vom Zuhause entfernt. Ganz gewiss nicht in der Weißmark. Und doch steigst du seit gut einer Woche immer weiter hinauf. Die Luft ist dünn, deine Kleider sind zu leicht und du hast kaum noch Essen für 3 Tage. Aber du hast dich nie besser gefühlt. Seit du deine Reise begonnen hast, bist du höchstens 5-mal ohnmächtig geworden. Höchstens 5-mal. Davor geschah das an einem einzigen Tag. Die Träume sind aber das Beste. Trotz des gefrorenen felsigen Bodens und des kreischenden Windes schläfst du jede Nacht tief und fest und erlebst Visionen von majestätischen schneebedeckten Gipfeln. Die Kälte ist nur ein süßes Ziehen in deinen Knochen. Und während du gegen den Wind wanderst, spürst du, wie sich dieses Ziehen in dir breit macht, genau wie die Gewissheit, dass du dich ihm näherst oder ihr. Deinem Seelenzwilling. Einem Fremden, dessen Seele ein Spiegel deiner eigenen ist. Eine der wenigen Personen in Eora, welche die ständige Pein einer gespaltenen Seele verstehen können. Und die einzige Person, die dir helfen kann, diese Pein zu lindern. Etwas nährt sich durch den Schneebnebel vor dir. Du spürst ein Pulsieren wie ein Herzschlag durch Leinen und du weißt, die Vision bricht je ab. Du starrst auf Siktas verstreute Besitztümer, während seine Hochstimmung aus deinen Adern schwindet. Als seine Essenz aus dir schwindet, spürst du, wie seine Bereitwilligkeit sich in Enttäuschung auflöst, bis nichts mehr lieblich ist als die Leere eines bedeutungslosen Todes. Weggehen, seine bessere Hälfte. Igdar kam auf der Suche nach seinem Seelenzwilling in dem Weißmark, doch er wurde auf den einsamen Bergpässen getötet. Ich habe die letzten Fäden seiner Seele in der Wildnis östlich von Stolwart gefunden. Ich habe die Überreste eines jungen Dürrwälders gefunden, der in die Weißmark gekommen war, um seinen Seelenzwilling zu suchen. Wer auch immer ihn getötet hat, hat nicht viel zurückgelassen. Ich habe Spuren gefunden, die nach Norden führen. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis auf Igard und seinen Mörder. Ja, ein paar Lagofett.
Also ja, ich kann sie in Raserei versetzen. Kann aber auch einfach das hier mal machen. Wo ist sie denn? Einfach mal die Waffe kreisen lassen. So, Lagopfeff-Leber, Lagopfeff-Speer. I'd be glad to. Schlote aus festem gefrorenen Schlangen ragen aus dem Boden. Als du hineinblickst, strömt die warme. Dir warme Luft entgegen. Du siehst glänzende, zackige Scherben darin. Mhm. Und ich nehme mal an, hier in dem Wasser... Du blickst in das Becken. Das Wasser ist fast vollständig klar. Du siehst aber nichts Bemerkenswertes. Wow, der hat 10 Wunden. Macht die jetzt gleich alle alleine Platz, so wenn er so weitermacht. Oder auch nicht, weil er fast tot ist. Okay, wir können ihn doch nicht auf eine Armee loslassen, aber er ist ziemlich stark, muss man schon sagen. At once. Oh, hier sind noch mehr Lagopfeff. Und da ist die Brutmutter. So, ja, gegen die Brutmutter sollten wir vielleicht mal was Stärkeres benutzen. Drift. Da kommen noch mehr Gegner angerannt. Ach ja, ich sollte auch defensiv einstellen. So, jetzt sind alle Lagopfeff hinüber. Denke ich jedenfalls mal. At once. Du wählst ihn dafür diesem Becken beiseite. Du glaubst, du siehst darin, aber nein, es ist nur eine Blase, die aus den Tiefen aufsteigt. Das Becken ist leer. Der Großteil der wenig verbleibenden Seiten ist von Schlamm ruiniert, aber gegen Ende des Tagebuchs kannst du noch einen Eintrag entziffern. Volkstag, als ich heute Morgen erwachte, sah ich, dass meine Zehen blau waren. Ich habe den Rest meines Brennstoffs verbraucht, um sie aufzuwärmen, aber diesmal habe ich nur eine Stunde gebraucht, um das Lagerfeuer zu entfachen. Wie weit ich es doch gebracht habe. Gestern bin ich an einem Dorf vorbeigekommen und habe überlegt, Halt zu machen. Ein warmes Bett und eine anständige Mahlzeit wären ein Fest gewesen. Nach fast einer Woche in diesen Bergen. Aber ich wollte die Pferde meines Sehens wenigstens nicht verlieren. Nicht, wo ich ihm so nahe bin. Ich habe gestern von der Höhle hinter dem Wasserfall geträumt. Ich glaube, dort werde ich ihn finden. Ich weiß nicht, was es sonst bedeuten könnte. Ich sollte aber... Die nächste Seite fehlt und der Rest der Seiten ist unleserlich.
Ja, ich habe Yggdras Tagebuch bei den Lagofeldnestern in der Nähe der heißen Quellen gefunden. Die Kreaturen müssen es an sich genommen haben, aber ich habe keine weiteren Spuren von Yggdras gefunden. Das Tagebuch erwähnt eine Höhle hinter einem Wasserfall. Vielleicht finde ich dort Antworten. Yes. Als du in das dritte Becken liegst, siehst du etwas Rundes auf dem Boden leuchten. Es nehmen. Du reißt hinein, dein Fleisch kribbelt in dem warmen Wasser. Du ziehst die Kugel hinaus, sie ist schwerer als sie aussah und ihre glatte, perlmutartige Oberfläche glänzt, als du sie in der Hand drehst. Du steckst sie in deinen Rucksack. Ja, perlmutartige Kugel. Gucken wir mal kurz. Diese perlmutartige Kugel, es passt perfekt rund. Sie passt mühelos in deine Hand und fühlt sich warm an. Ja, ein Erzaufspürgerät haben wir ja auch noch. Also ja, das waren die heißen Quellen, wo wir die Lagofeld gekriegt haben. Er ist jetzt schon ziemlich angeschlagen, muss ich ja sagen. And what does the flame reveal? Eispest, okay. Interessante Gegner und noch mehr Lagofev. Ihr solltet aber vielleicht mal eine Weile auf den Stab wechseln, dass ich den level. Vor allem, wenn wir solchen Eiskäfern begegnen. I will walk unseen. Du spürst, wie dich jemand von hinten anstupst, drehst dich um. Es ist niemand zu sehen, aber du spürst es erneut. In deinem Rucksack bewegt sich etwas. Du öffnest deinen Rucksack und hörst ein leises Gurgeln. Als du deine Sachen durchfühlst, streift etwas Glattes deine Hand. Es ist ein Baby-Lagofeld. Er beobachtet dich mit gutmütiger Neugierde. An seinem Körper kleben noch Eierschalenstücke. Super, ich habe ein Baby-Lagofeld. Das war also nicht die Perle, die ich finden sollte. Wo waren das nochmal? Thermalperle. Im letzten... Ich habe die heißen Quellen nordwestlich der Straße gefunden. Nun muss ich sie nach Thermalperlen absuchen. In dem letzten Becken habe ich etwas gefunden, was wie eine Thermalperle aussieht, die Theodor beschrieben hat. Er wartet in Stolwart auf mich. Die Thermalperle ist gerade geschlüpft. Nun habe ich ein Babylagofett in meinem Rucksack. Ja, supi. Also können wir eigentlich nur noch hier hoch. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet.
Ich weiß nicht, soll ein Eispest sowas ähnliches sein wie, wie Fäulnis?